Pelourinho de Lisboa. Am nächsten Tag bin ich mit dem Rad in Richtung Westen gefahren, um am Strand Praia de Torre die Seele baumeln zu lassen. Dabei kam ich wieder bei einigen Sehenswürdigkeiten vorbei, wie zum Beispiel dem Pelourinho de Lisboa, dem Pranger von Lissabon. Diese Säule ist 10 Meter hoch und ist seit 1910 ein Nationaldenkmal. Nummer 2. Hafen von Lissabon. Der Hafen von Lissabon ist ein wichtiger Anlaufpunkt für viele Kreuzfahrtschiffe, die im Atlantik unterwegs sind. Der Hafen erstreckt sich über 10 Kilometer an der Uferlinie der Stadt und kann bis zu 1000 Boote aufnehmen. Da der Hafen nicht unmittelbar am Meer liegt, sondern im Fluss Tejo, ist er genau genommen ein Flusshafen. Nummer 3. Ponte 25 de Abril. Die Ponte 25 de Abril ist 3,2 Kilometer lang und somit die längste Hängebrücke Europas und liegt weltweit auf Platz 3. Die Brücke wurde 1966 fertiggestellt und befindet sich 190 Meter über dem Fluss Tejo. Nummer 4. Padrão dos Descomprimentos. Das Padrão dos Descomprimentos steht im Stadtteil Belém am Ufer des Flusses Tejo und wurde 1960 zum 500. Todestag von Heinrich dem Seefahrer errichtet. Das Denkmal hat eine Höhe von 56 Meter und zeigt 33 wichtige Persönlichkeiten des Spätmittelalters in Portugal, die aber nicht alle zur selben Zeit gelebt haben. Nummer 5. Auf dem Boden vor dem Eingang befindet sich eine Windrose aus Mosaiksteinen. Die Windrose hat einen Durchmesser von 50 Meter und war ein Geschenk der Republik Südafrika. Eine Weltkarte im Zentrum des Mosaiks zeigt die Routen der portugiesischen Entdecker im 15. und 16. Jahrhundert. Nummer 5. Torre de Belém. Der Torre de Belém ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Lissabons. Der Turm ist eines der wenigen Bauwerke, die das Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 überstanden haben. Die oberste Etage des 35 Meter hohen Turms ist eine Aussichtsplattform, die von zahlreichen Touristen besucht wird. Der Turm wurde 1521 fertiggestellt und hatte auf der gegenüberliegenden Uferseite des Tejo einen Zwillingsturm, der allerdings beim Erdbeben zerstört wurde. Seit 1983 zählt der Torre de Belém zum Weltkulturerbe UNESCO. Nummer 6. Monumento aos Combatentes do Ultramar. Das Denkmal für die Veteranen von Übersee wurde zur Erinnerung an die gefallenen portugiesischen Soldaten des Kolonialkrieges von 1961 bis 1974 errichtet und 1994 eröffnet. Nummer 7. Praia do Dafundo. Der Strand von Dafundo ist ein schöner Sandstrand in Lissabon, war aber nicht das Ziel meines heutigen Ausflugs. Bis zu meinem auserwählten Strand musste ich noch 8 Kilometer zurücklegen. Que aqui esteve presente
Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem. Nummer 1. Praia da Torre. Der Praia da Torre ist vor allem für Familien ein sehr beliebter Sandstrand. Denn die Bucht ist unter anderem durch die Festung São Julião da Barra von den starken Wellen des Atlantik geschützt. Ich bin einige Stunden dort geblieben, musste aber zweimal meinen Liegeplatz räumen, da die einsetzende Flut immer mehr von dem Strand überflutete. Não cantar, ai, se eu pudesse, e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Ja, da drüben, wo ich gegangen bin, alles unter Wasser. Da haben wir schon in der Mitte vom Strand eine ziemlich lange Lacke. Ja. Wenn jetzt noch ein paar Minuten da bleiben, dann verschieße ich mich wieder Richtung Lissabon. Einkaufen gehen muss ich auch noch was. Ja, duschen, essen, dann war das ein guter Tag. Also noch einmal ein letzter Blick auf den Strand. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste. Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem. Número 2. Praia de Santo Amaro. Der Praia de Santo Amaro liegt in einer Bucht vor dem hübschen Stadtpark von Oeiras. Entlang des Strandes führt eine schöne Uferpromenade, die zum Spazierengehen oder Radfahren einlädt. Im Winter ist der Strand sehr beliebt bei Surfern, die hier einmalig gleichmäßige Wellen antreffen. Nummer 3. Praia de Paco de Arcos. Der Praia de Paco de Arcos ist ein weiterer Sandstrand auf dem Weg zurück nach Lissabon. Der Strand wird auch als kleiner Hafen für die lokalen Fischer verwendet. Destino que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem. Número 4. Mosteiro dos Jerónimos. Das Mosteiro dos Jerónimos ist ein Bauwerk der Spätgotik, das 1521 fertiggestellt wurde. In den Seitenflügeln des 300 Meter langen Klosters befinden sich das Marinemuseum und das Archäologische Museum. Die dazugehörige Kirche Santa Maria de Belem ist Maria geweiht.
In dem Gebäude liegen die sterblichen Überreste zahlreicher portugiesischer Königsfamilien. Das Südportal des Klosters besteht aus einer reich verzierten weißen Kalksteinfassade. Zwischen den beiden Eingangstüren steht die Figur Heinrichs des Seefahrers. Nummer 5. Jardim Afonso de Albuquerque. Der Jardim Afonso de Albuquerque ist ein Garten im Stadtteil Belém. In der Mitte des Gartens steht eine Statue von Afonso de Albuquerque, der von 1509 bis 1515 der Gouverneur von Indien war. Nummer 6. Basilica de Estrella. Die Basilica de Estrella ist eine Kirche und ein historisches Karmeliterkloster, das im Jahr 1790 fertiggestellt wurde. Nummer 8. Statue Marques Sá da Bandeira. Diese Statue zeigt den portugiesischen Adeligen und Politiker Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, der sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt hat. Auf der Vorderseite des Sockels sitzt eine Frau mit einem Kind, stellvertretend für Afrika. Das Kind hat einen Lorbeerkranz und die Mutter weist darauf hin, für wen dieser Lorbeerkranz bestimmt ist.